Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Crusader Kings 3. Wir sind wieder im Krieg gegen Großpolen dieses Mal. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu diesem Projekt mit Preußen oder den Priussen oder wie auch immer. Wir kämpfen gegen 946 Mann. Es geht um, ich glaube, das komplette Häuptlingstum, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte, oder? Nein, nur das Herzogtum von Kutschabien, okay. Ja, ich würde gerne noch mein eigenes Königreich gründen. Ne? Wir brauchen Prestige. Und wir bräuchten nur noch 10 Grafschaften. Oder 3 oder mehr Herzogtümer. Warte mal kurz. Warten Sie mal bitte. 1, 2, 3. Das könnte man sogar direkt machen, oder? Ne, warte mal. Ich habe 3 Herzogtümer. 1, 2, 3. Warte mal, stopp. Jetzt brauche ich nur noch das Geld. Ja, okay. Alles klar. Ja, meine Damen und Herren, ich spiele seit 100 Stunden Crusader Kings 3, habe auch circa 500 Tutorial-Videos gemacht. Ich kenne mich mit dem Spiel angeblich ganz gut aus. Das bin ich, ja. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Herzlich willkommen zurück. Würde ich mich immer sehr über eine Bewertung freuen. Abonnieren, subtrahieren, dividieren. Ihr kennt das Prozedere. Und wir verlieren Prestige im Monat. Was? Warum denn diese? Also wegen ausgehobener Armee natürlich. Klar, da spielt man mal eine Weile lang einen Stamm und dann hat man wieder vergessen, dass man Prestige braucht. Ja, wir haben wenig Champions, ich kann jemanden als Verbündeten rufen, da gebe ich kein Prestige für aus. Wir brauchen halt Money, 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 Money. Und der Money kriegt man am besten mit goldenen Pflichten. Vielleicht sollten wir das auch machen tatsächlich. Ja, monatliche Einnahmen, Verwaltung plus 3, machen wir mal das. Dass wir vielleicht nochmal eine Domäne extra uns snacken können. Unser Sohn. Unser Haupterbe. Mal gucken, was er bekommt am Ende des Tages. Ich meine, wir sind jetzt dann im Königreich. Das ist schon mal ganz gut. Das heißt, wir bleiben zumindest ein Einzelstaat. Wir werden keine Gebiete verlieren. Das ist quasi meine Hauptsorge gewesen. Dass wir Gebiete verlieren. Aber das können wir natürlich so umgehen. Okay, wir lassen sie jetzt im Gefängnis. Tatsächlich. Weil ich hoffe... Es wird ein bisschen dauern, bis wir den Schwerpunkt durch haben. Denn aktuell ist es so, zumindest zum Zeitpunkt meiner Aufnahme, wenn wir goldene Pflichten freischalten, bekommen wir mehr Geld für diese kleinen. Also statt 10 müssten wir zum Beispiel 30 oder 50 bekommen und später im Spiel noch deutlich mehr. Bis zu 260 ist es, glaube ich, gewesen, das Höchste, was ich bis jetzt hatte. Das kann natürlich sein, dass es noch mehr wird später mal. Aber wir haben jetzt den Glauben geändert. Wir haben jetzt hier in der Grafschaft leider auch noch den Slowjanska-Pravda-Glauben. Der gefällt mir nicht. Du hast aber schon den richtigen Glauben, ne? Er hat schon den richtigen Glauben. Er hat die Provinz noch nicht konvertieren können, wollen. Ich finde es eh interessant, ne, dadurch, dass jetzt die Religionen abgeschwächt wurden, die neuen, wie sich das weiterentwickelt jetzt im Spiel auch selber, ne? Das wird interessant. Was ist da los? Oh, ich bin eine feindliche Armee gelaufen. Eine größere feindliche Armee. Wo kommen die auf einmal her? Warum haben die denn schon wieder so viele Leute? Haben die Söldner angeheuert? Ja, ja, die Penner. 1400 Mann haben sie sich gegönnt. Habt ihr ganz toll gemacht. Habt ihr wieder ganz toll gemacht. Mein Freund, Hilfe. Hab ein Problem. Und einmal abhauen, bitte. Oh Gott, das... Ja, der tritt uns bei. Also wir haben jetzt hier leider hohe Verluste erlitten. Hoffen wir, dass die mit ein paar Mann zur Verstärkung kommen. Nicht wirklich, die haben keine Soldaten. Das heißt, ich muss mir jetzt unerfreulicherweise echt noch ein Bündnis suchen. Oh. Kannst du neu heiraten? Können wir ihn wegmachen? Heirat arrangieren. Mit ihr, aber nicht mit uns. Hä, hey, was ist mit dem... Sie ist mit einem Vater von Oberhäuptling Kill... Okay. Gut, ich kann sich aber nicht nochmal verheiraten. Ja, gut, er unterstützt mich schon. Meine Tochter ist ein mächtiger Vasall. Livland, die haben leider selber einen Krieg mit Sam... Matrilineare Heirat? Oh, perfekt. Warte, aber nee, das ist jetzt mein... Ach, das ist mein Sohn. Nee, da muss ich ja erst recht das machen. Ich meine, ich kann mich später scheiden lassen, nur noch Problemo. Wichtig ist nur, dass wir dringend... Wir brauchen dringend mehr Truppen jetzt. Wir haben jetzt Söldner angeheuert und das ist für uns halt ein Problem. Und den Krieg zu gewinnen... Ja, muss ich halt leider jetzt ein bisschen Prestige investieren, aber das dürfte nicht zu dramatisch sein. Wir brauchen nämlich 500 Prestige, die kriegen wir notfalls auch wieder irgendwie hin, das ist jetzt nicht weiter schlimm.
So, die unterstützen uns auch. Aber die haben ihre Truppen aktiviert. Ne, da sind ihre Truppen. Okay, da haben wir mit denen haben wir knapp 3000 Mann jetzt. Wir regenerieren natürlich auch unsere Truppenstärke wieder. Ah, ja, die Niederlage war leider unglücklich. Das ist jetzt nicht so schön gewesen. Und wir können noch Häuptling Corondo rufen. Der hat 600 Mann auch nochmal mit dabei. Unterstützen Sie uns bitte im Krieg. Unterstützen Sie bitte unsere Bemühungen. Im Krieg gegen die polnische Sklaverei. Oder so. Die sind ja nur mit uns im Krieg, ne? Ist verbündet mit denen, aber die sind überhaupt keine Gefahr eigentlich. Das ist nur das Problem, dass die Söldner angeheuert haben. Also die Polen selber gar kein Problem, aber die Söldner große Problem. So, wir haben da eine Flussüberquerung. Wir schieben jetzt mal darüber. Mit unseren... Hallo? Kommt ihr bitte? Ja, jetzt kommen sie. Jetzt haben die Provinz halt leider schon zurückerobert, ne? Was machen sie denn jetzt schon wieder? Ah, jetzt greifen sie mich an. Komm, meine Verbündeten, bitte mit zur Unterstützung. Ja, perfekt, okay. Dann haben wir die Schlacht immerhin mal wieder gewonnen. Wichtiger Sieg hier in der Situation. 196 Ruhm haben wir bekommen. Ruhm ist halt nicht Prestige, sondern das hier, ne? 500 Mann verloren, die haben 800 Mann verloren. Aber wir können die Verluste besser ausgleichen als die. Deswegen alles cool. Wichtig ist halt, dass wir die Provinz, die Kriegsziele besetzen. Das ist halt das Wichtigste. Und die haben vor, unsere Hauptstadt zu belagern. I don't like it. I don't like it at all. Müssen wir bitte sofort hin, das unterbinden, dass sie unsere Hauptstadt nicht angreifen. Weil worst case ist die nämlich gefangen und der Krieg ist vorbei. Naja, kriegen sie jetzt erstmal wieder auf die Schnauze. Ja, das wäre jetzt schlecht gewesen. Hätten die uns gefangen genommen oder umgebracht oder ähnliches, dann hätten wir den Krieg verlieren können. So, 400 Mann haben die verloren, 200 Mann haben wir verloren. Dann marschieren wir das nächste Mal zur Hauptstadt. Und was ist jetzt eure Mission hier? Die belagern irgendwas zurück. Die haben wieder ihren eigenen Krieg. Das ist halt wieder blöd, ne? Dass die wieder ihren eigenen Krieg haben, ist doof. Wir versuchen jetzt, wie gesagt, die Hauptstadt zu belagern. Ich hoffe, die unterstützen mich dabei. Vielleicht nehmen wir irgendwas Wichtiges gefangen. Das wäre natürlich schon mal gut. Und es gibt eine hilfreiche Warnung. Mein Bruder hätte Unterstützung in einem Komplott gegen mich. Geschätzte Vasallen. Er, mein Bruder, der liebt mich eigentlich. Ich würde sagen, ich werde Coronas persönlich zur Rede stellen. Und er hat recht gehabt scheinbar, ha? Ich erhalte ein schwaches Druckmittel gegen ihn oder ich vergebe ihm. Für 5 Jahre hält er kann keine Fraktion gründen, okay. Klingt schon mal ganz gut. Können das Ganze bitte etwas schneller belagern als die? Wäre mir sehr recht. Ihr habt Häuptlingstum von irgendwas geerbt. Hervorragend. Perfekt. Das wollte ich. Genau das wollte ich, dass ich etwas erbe. Und meine Tochter ist ein fremdes Balk. Na, das dachte ich mir schon. Das war jetzt tatsächlich nicht so überraschend. Die werden wieder verprügelt. Perfekt. Und wir haben auch den Lebenswandelfokus freigeschalten. Da können wir direkt die Pflichten machen und können für 50 Gold statt für 10 Gold die erste schon mal aus dem Knast rauslassen. Und ich kann lauter Zahlungen verlangen. Gut, er hat kein Geld. Er hat Geld. Kein Geld. Kleine Kinder, da haben wir immer keine Kohle. Ja, da 30 nehmen wir mal mit, ganz nebenbei. Die nehmen wir auch mit. Ja, die nehmen wir auch mit, komm. So, und nochmal Lösegeld. Hervorragend. Jetzt könnte ich mir selber Söldner anheuern, wenn wirklich, aber muss ja nicht sein. Wir sind eh dabei, den Kampf hier zu gewinnen, und zwar deutlich. Die werden jetzt auch tief. Die werden jetzt bis nach Afghanistan jagen. Ach nee, nicht mal, okay. 92%. Sobald wir das Ding erobert haben, haben wir 100. Und dann können wir unser eigenes Königreich gründen. I really, really like it a lot. I really like it a lot. Hervorragend. Ihr wollt heiraten? Hä? Jetzt nicht mehr scheinbar? Die haben schon geheiratet. Die heiraten einfach ohne meine Erlaubnis. Sie fragen ihren eigenen Vater nicht, ob sie heiraten dürfen. Ich bin schon etwas entsetzt, muss ich sagen. Die können nicht mal ihre eigenen Ländereien zurückerobern. Peinlich. Noch irgendjemanden, den ich rausschmeißen könnte? Ne? Also, Forderung erzwingen. Hervorragend. Lösen unsere Truppen auf. Was wir jetzt machen, ist ein Königreich gründen, weil jetzt habe ich alles, was ich dafür brauche. Und versammelt das Reich. Ich werde mein Reich unter einem neuen Königreichstitel vereinen, damit es auf alle Zeit meiner Dynastie gehört.
Ein neu geschmiedetes Reich. Ich habe getan, was niemand sonst konnte. Ich habe die Lande von Proschen mit denen von Masowien und Masuren vereint. Mein ganzes Leben habe ich darauf hingearbeitet, meine Vasallen zu mir zu rufen, auf dass sie mir von Neuem die Treue schwören. Jetzt und für immer da werde ich nicht nur Lehnsherr für sie sein, nein, sondern König. König von Proschen. Prützen, Preußen. Wie auch immer. Das Königreich von Prussien, hervorragend. Wir lassen es auch so tatsächlich. Wir müssten jetzt allerdings 4 Domänen haben, genau. Wird noch nicht jetzt. Jetzt wird es gleich aktualisiert in ein paar Sekunden. Jetzt, Sattler. Jetzt geht man noch eine Zone ab. Und zwar die hier. Die gebe ich an einen meiner Söhnchen. Oder meinen Neffen. Da. Dass ich das Domänenlimit nicht überschreite. Perfekt. Wunderbar. Ich habe zu viele Herzogtümer, aber das ist jetzt. Mal kurz gucken. Das Herzogtum von Masowien. Jetzt kam die Getränkelieferung dazwischen. Ach, Mama mia. Ich glaube, die kann ich abgeben, ohne dass ich selber nochmal Regionen verliere. Das gebe ich an meinen Häuptling Pruasch. Ist das. Hä, das ist doch eine Frau. Alter, der schaut aus wie eine Frau, Junge. Mach mal keinen Scheiß hier. Schaut aus wie eine Frau, ey. Okay, kriegst du den Titel? Aber dürfen wir jetzt auch nicht mehr zu viele Herzogtümer haben? So, dann. Wir können wieder Zahlungen. Ne, das waren immer noch die 2 Pleite-Bitches. Genau, die haben halt überhaupt kein Geld. Wir werden Titel erben. Und zwar, naja, gar nichts eigentlich. Außer den Titel von Masuren. Wir könnten auch Titel schaffen. Aber kein Interesse dran gerade. Könnt ein Häuptling Kugels von Galinden an Oberhäuptling Prusas von Masuren übertragen. Aha. Kein Interesse dran, sage ich euch gleich. Weil ich eh nicht über mein Vasallenlimit bin, oder? 8 von 40, warum soll ich denn jetzt schon wieder Vasallen übertragen? Ist doch, macht doch gar keinen Sinn. So, unser Sohn hat was? Warum schafft unser Sohn denn bitte schön eine Fraktion gegen uns? Ich meine, er will das Königreich, schön, aber ist doch noch lange kein Grund, hier eine Fraktion gegen seinen Daddy zu führen, oder? Bub, mach mal keinen Schmarrn hier, sonst gibt's mal richtig auf die Schnauze irgendwann. Weißt du, das ist der Dank dafür, dass ich ihm alles gegeben habe in seinem Leben. Dass ich so nett zu ihm bin. Achso, übrigens, ich muss ja wieder zurückwechseln nachher auf Militär. Wir werden ja trotz allem militärisch spielen, auch wenn wir jetzt kurz eine Ausnahme gemacht haben, hier mit goldenen Pflichten, aber das ist so das Einzige, was ich mir vielleicht nochmal rausnehme, auch von so einem Spiel. Dass wir das vielleicht mal machen. Das könnte vielleicht sogar funktionieren, aber dafür müsste ich natürlich diplomatisch spielen, dass ich dann noch die 25 extra bekommen könnte. Was wir jetzt mal machen könnten, erstmal ein Fest mal veranstalten vielleicht. Wobei, nee. Noch eine Fraktion, oder ist es immer noch die alte? Nee, ist die alte noch. Können ein weiteres Kriegsvolk ernennen, machen wir jetzt aber erstmal nicht. Okay, schauen wir mal kurz, dass wir die mächtigen Vasallen alle hier Posten geben. Damit die mir hier nicht auf die Nerven gehen. So, perfekt. Nicht so perfekt. Ich hoffe mal, dass die irgendwann mal Geld bekommen, weil die sind aktuell komplett broke. Und da ist die Frage, die ich mir stelle, gegen wen können wir den Krieg führen? Gegen Kostinin, wobei da müssen wir Herzogtum erobern machen. Kostet Prestige, was wir nicht haben aktuell. Okay, machen wir doch mal kurz, komm. Machen wir ein Fest mal. Ist auch gar nicht so teuer, kostet ja nur 100. Ich gehe mal davon aus, dass es 200 kostet, aber ne. So, wir zahlen natürlich 50 weitere Goldstücke, wie immer natürlich in meinem Glück. Naja, wir nehmen die Meinungsboni an. Wir erhalten Anspannung. Oder, und, oh Gott. Ah, hervorragend. Macht's gut, tschüss. Wir sind eine eifrige Frohnatur geworden, hervorragend. Wir haben ein bisschen Prestige erhalten. Dann können wir jetzt nämlich das komplette Herzogtum fordern. Dann können wir nicht unsere Ländereien hier zusammenschließen. Ah, Herzogtum. Oh, nee. Ach, nö, das sind 2 Herzogtümer. Ach, warum denn? Wird total sinnlos, echt. Muss ich schon sagen, das ist wieder. Das ist wieder so eine Aktion hier. Das ist die feindliche Armee, wie es ausschaut. Die machen wir mal kurz weg. Da könnt ihr so schnell abhauen, wie ihr wollt.
Ewig werdet ihr unsere Armee nicht entfliehen können. Und wir sollen sie töten. Oh Gott, 100 Anspannung. Oder wir halten 300 Lebenswandelerfahrung. Ich hätte sie gerne verbrannt in der Situation, aber muss natürlich die Lebenswandelerfahrung wieder annehmen. Das ist schon wieder echt traurig. Ist schon traurig. Wenn man so einen unfähigen Charakter hat wie ich. Muss ich schon mal sagen. Genau, haut ihr mal ab. Belagert ihr da oben irgendwas. Wir belagern kurz eure Hauptstadt hier. Mit euren 332 Mann werdet ihr eh nicht groß irgendwas ausrichten können. Ja, was machen sie denn jetzt? Kommen sie wieder zu Besuch? Ne, gehen wieder. Okay, was können wir denn noch machen, wenn ich jetzt schon mal kurz hier bin? Thronanspruch gegen euren Lehnsherrn, das haben wir ja nicht. Plus 10% Einnahmen im Krieg, das ist, ja, das ist alles irgendwo. Untertanerpressung könnte man machen. Steuern eintreiben plus 25%, machen wir mal das. Wann können wir wieder wechseln? Können wir sogar schon wieder. Oh, das ist nice. Kampfgeschick, Anziehungsmeinung, Vorteil plus 5, Schreckenszuwachs, Kontrollzuwachs, Kriegsführungserfahrung, ja. Ich denke auch an den Kontrollzuwachs in der Situation tatsächlich. So, wo ist denn mein Sohn? Warum ist sie denn eingekerkert? Ach, egal. Er ist ja unser Erbe. Er ist leider militärisch auch eher so ein Lappen, ne? Er geht auf Diplomatie. Und wir haben eine Domänenschwelle verloren? Ah, logischerweise, klar, weil ich ihn natürlich zurückgewechselt habe. Das Einzige, was ich jetzt kurz machen könnte, nee, sie ist auch leider komplett unfähig. Muss ich jetzt echt wieder eine Domäne abgeben? Das ist nicht das, was ich mir vorstelle gerade, ne? Dann geben wir das Ganze halt mal irgendjemand aus unserer Dynastie. In der Hoffnung, dass sie nicht wieder Amok laufen. Meinen Sohn und Erben das zu geben, könnte gefährlich sein tatsächlich. Weil der macht ja eh schon Stress. Sonst sollst du das bekommen. Wir teilen das ein bisschen auf. In der Hoffnung, dass quasi keiner von unseren Söhnen alleine stark genug ist, uns selber umzubringen. Die kriegen auch alle kein Geld. Könnte mal irgendwie an Geld kommen, Geld drucken oder so, weiß ich nicht. Und die belagern auch was, aber das ist nicht meins. Das ist aber das, wo mein Sohn jetzt gerade ist. Das heißt, wir müssen hoffen, dass wir jetzt vor denen die Belagerung fertig kriegen. Und dann direkt pausieren. Warte mal. 10 Tage, 6 Tage. Also es wird eine ganz knappe Sache. Wenn wirklich. Oh, jetzt haben die nochmal einen Boost bekommen. Ist noch jemand von mir gefangen genommen worden oder nicht? Ich glaube nicht. Okay, ging nochmal gut. Hätte aber auch anders ausgehen können, muss man nochmal ganz klar dazu sagen. Haben wir Gefangene genommen? Nö. Dann würde ich sagen, Forderung erzwingen. Danke für die Ländereien. War schön mit euch zu kämpfen, hat echt Spaß gemacht. Gerne wieder, ne? Gerne wieder. So, jetzt müssen wir das uns dann noch irgendwann holen. Es gibt hier übrigens Großpolen und Kleinpolen. Und die Kleinpolen, die sind gleich gar kein Polen mehr. Was habe ich denn für Ansprüche? Das ist das Traurige. Ansprüche durchzusetzen ist leider teurer. Wie irgendwelche anderen Grafschaften, die ein bisschen Prestige kosten. Ne? Das ist eigentlich ein Witz. Eigentlich macht das überhaupt keinen Sinn. Aber natürlich muss ich jetzt hier mit eingreifen in diesen Krieg, weil... Logischerweise, ne? Neffe, Vasall, Sohn, Vasall, Sohn, Vasall. Ach Gott. Wer ist denn der Stärkste hier? Er ist der Stärkste. Er ist der Schwächste. Dann geben wir das mal dem Schwächsten. Denn der Schwächste wird dann das kleinste Problem werden, hoffe ich. Außerdem teilen wir unsere Truppen. Dann sollen wir dorthin marschieren. So, belagern wir das. Belagern die Hauptstadt auch gleich. Belagern wir gleich mehr gleichzeitig. Und wir können... Fortschrittszuwachs, Härte erdulden, Festungsstufe plus 1. Gegnerische Besetzungen senken die Kontrolle nicht. Das ist gut. Glaube ich jetzt einfach mal. Und ich halte Kriegsführungslebenswandel. Respektierte Galionsfigur. Oder plus 20 Meinung. Nehmen wir mal die plus 20 Meinung. Was? Wer ist denn das? Mein Sohn immer noch. Mein geliebter Sohn.
Ich find's ja echt nicht nett, was du hier treibst, ne? Vor allem, da du mich liebst. Er liebt mich. Ich versteh's nicht. Er liebt mich. Er wäre bereit, alles dafür zu tun. Hoffe ich. Er wäre bereit, alles für mich zu tun, aber er liebt. Er macht eine Fraktion gegen mich. Das muss man mir doch mal erklären, warum. Das verstehe ich halt einfach nicht. Das ist mir einfach zu hoch, muss ich gestehen. Ah, gut, was weiß ich schon. Ich bin eine einfache kleine Krabbe. Irgendwo aus dem Preußischen Reich. Was sag ich mit denen hier? Die sind auch kleiner geworden, ne? Die haben auch ein bisschen auf die Schnauze bekommen, glaube ich. Und die hört auf, hier zu plündern, Sachen, die ich besetze. Ja, da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Und wer ist das jetzt schon wieder? Ungarn? Früheres Ungarn? Großmähren? Ne, wer ist denn das? Balaton? Nitra. Nitra ist das. Ist das ein Vorgänger von Ungarn? Nitra? Also, ich meine, von der Flagge her würde es zumindest passen, aber mir ist auch nicht zu 100% sicher. Zumindest später schaut ja die ungarische Flagge auch so aus ein bisschen. Ne? Man sieht das hier so ein bisschen schon. Das kommt irgendwo auch in die Nähe der damaligen ungarischen Flagge. Von daher könnte ich mir vorstellen, dass das auf alle Fälle irgendwie auch zusammenhängt. Mein Enkel. Mein Enkel, ist das von meinem Sohn, der Sohn? Nee, leider nicht. Warte mal. Du bist mein Haupterbe, ne? Ja. Und du bist noch ein anderer Erbe. Er hat schon ein Kind. Das ist das Problem. Aber warum? Achso. Ich verstehe. Das heißt, mein eigentlicher Erbe und... Ach, die ist erst 12. Ach, das war das Problem. Stimmt, die war ja viel zu jung. Von der muss ich mich ja scheiden lassen irgendwann. I remember. Gut, was ist mit euch? Die sind richtig am Sack. Vasallentum anbieten kann ich natürlich nicht, weil die im Krieg sind. Problem ist, wenn ich denen jetzt den Krieg erkläre, habe ich eh nichts davon, weil die dann gleich weg sind, oder? Oder sind das Offensivkriege? Nee, die verteidigen. Und die verteidigen. Die verteidigen zweimal. Aber warum haben die so einen negativen Warscore, wo die nicht mal besetzt sind? Schau, das verstehe ich jetzt wieder zum Beispiel nicht. Die haben minus 60 hier und minus 30 da. Ich meine, wir können jetzt einfach Folgendes machen. Wir erklären jetzt einfach kurz den Krieg. Wir setzen... Weil am Ende des Tages, wenn wir das Ding erobern, dann erobern wir das. Und dann müssen die anderen uns den Krieg erklären. Dann wäre es ein Verteidigungskrieg. Deswegen machen wir das jetzt einfach mal so. Seht ihr, da oben kommen sie zurückgerannt. Können sie machen, was sie wollen. Bringt ihnen alles nichts. Meine Frau ist schwanger. Dein Ernst? Das hättest du dir auch sparen können, Vibe. Auch keine schwangeren Vibes-Bilder. Ah, verdammt, genau das meinte ich damit. Jetzt ist der Krieg doch vorbei gewesen noch. Jetzt ist es das Häuptlingstum von Gardinas. Ah, die sind immer noch so schwach. Trotzdem wieder 100%. Hä? Okay. Also es hat uns doch wirklich jemand mutigerweise den Krieg erklärt. Interessant. Militärstärke, der Schwächste. Hier, neuer Enkel. Hat es echt jemand den Krieg erklärt jetzt? Krasser Move hier. Und zwar, wer ist denn das? Kletzk, die Boys hier. Ja. Dann soll es so sein, wa? Dann zeigt mal, was ihr habt. Ja, da wollten sie kurz abhauen, haben sie nicht geschafft. Haben wir quasi die Armee erstmal kaputt geprügelt. Dann prügeln wir noch die Armee da oben kaputt und dann soll es wahrscheinlich auch schon gewesen sein mit denen ihrer militärischen Herrlichkeit. Na, wohin des Weges? Bleiben sie bitte stehen. Oh, was? Deserteure? Nehmt sie auf der Stelle fest. Ich führe eine Streife an, als wir eine Gruppe von Personen sehen. Aha, aha. Ihr erhaltet ein schwaches Druckmittel gegen Bajoras. Ich erhalte außerdem... Ja, wir machen das. Soll er gehen, wenn er meint. Ich brauche keine Deserteure bei uns und ich brauche auch keine Deserteure in meinen Kerkern. Und ein neuer Lebenswandelfokus ist verfügbar. Fürs 15% Bewegungstempo ist, glaube ich, relativ nice. Und er ist ein fähiger Taktiker geworden. Er ist relativ gut im Militär, ne? Hat auch ganz guten, dezenten Verwaltungswert. Ich überlege wirklich gerade, ihn zu enterben. Ah, ist teuer. Kostet mich zu viel Prestige aktuell. Okay. Dann nicht enterben quasi.
Haben die gerade die Farbe gewechselt? Ich glaube fast, ne? Jacken können wir machen. Machen wir nochmal Champions einladen. Gucken, dass wir noch ein bisschen Prestige bekommen. War leider keine sehr gute Wahl. Die werden angegriffen von 2500 Mann. Habe ich jetzt eigentlich gerade gar keine Nerven für, muss ich gestehen. Ich bin ja immer noch in meinem eigenen Krieg hier. Unsere Armee hat nicht mal einen Befehlshaber. Mein Vasall und Champion hier. Mach mal was für dein Geld. 27er Militärwert, das ist hervorragend. Und wir haben natürlich auch Bewegungsgeschwindigkeit und dann sieht das genau so aus, dass leider nicht mehr jeder entkommen kann am Ende eines solchen Tages. So, hervorragend. Die nächsten verprügelt. Dann auf zur Hauptstadt. Ich meine, das ist hier ein Verteidigungskrieg, muss man auch mal dazu sagen. Und jetzt gibt es natürlich auch noch Bauern. Gott, echt. Zum Glück haben wir die Verteidigungsstufe erhöhen können. Das hilft uns aber hier leider nichts gerade. Jetzt muss ich da echt kurz hinmarschieren und mich um die Bauern kümmern, ey. Meine Güte. Und zwar bitte etwas schneller, weil die Belagerung gleich gewonnen haben. Und ich das um jeden Preis verhindern will, dass wir die Belagerung da verlieren. Mein Sohn ist gestorben? Das ist aber schade. Und er ist enterbt. Nein, das war der gute Sohn, der gestorben ist. Oh nein. Wie schade. Mein guter Sohn ist leider von uns gegangen. So, die Bauern sind weg. Den schauen wir uns nachher an, den wir da gefangen genommen haben. Weil der Krieg ist eh fast vorbei hier. Der tickt schon hoch, der Warscore, dadurch, dass wir das Kriegsziel nicht behalten. Warum habe ich denn jetzt schon wieder Anspannung erhalten? Ohne Grund. Weinsiedlerisch, saufen. Habe ich die Eigenschaft eigentlich schon? Ja. Deswegen saufen wir einfach. Ich hoffe mal, dass der alte Sack jetzt irgendwann mal stirbt, weil der geht mir langsam echt auf die Nerven. Muss ich schon mal sagen. Gibt es einen Ratsmarschall, der eventuell noch eine Position möchte, der unzufrieden ist? Er zum Beispiel. Er ist aber kein so guter Mann. Naja gut, aber er mag uns ein bisschen. Aber könnte trotzdem besser sein, ne? Immer noch alles pleite, geil. Er hat mal ein bisschen Geld. Er hat auch ein bisschen Geld, hervorragend. Zumindest mal wieder ein bisschen Kohle mit dazu bekommen. Kriege sind alle vorbei. Wir sehen das Russische Reich. Es ist schon schön gewachsen, muss man sagen. Und Italien, das habe ich auch noch nicht gesehen. Italien ist verdammt groß. Hat große Teile von ursprünglichen Bayern, glaube ich, hier sogar erobert. Ne? Rotenburg, Regensburg. Österreich, Schweiz. Aquitanien, gut, das kennt man schon. Bayern ist auch... Okay, also was hier schon wieder abgeht, ne? Das ist ja schon eine Sache, die ich cool finde. Mein König stirbt bald, dramatisch. Das ist ja schon eine Sache, die ich cool finde, tatsächlich, ne? So, wenn hier die Welt überall geht, irgendwas ab und dies und das. Finde ich ja schon ganz cool. Und ich finde es gut, wenn wir sterben. Dann können wir nicht nur kurz Resümee passieren lassen, was wir alles geschafft haben in unserer Herrschaft. Er ist 56, er ist Trunkenbold, er hat Saufdurst, schlechte Gesundheit, er wird bald, sobald wirklich von uns gehen. Die haben eigentlich nicht so viele Verbündete. Das Problem ist, wenn er jetzt gleich stirbt, dann möchte ich kurz auf Nummer sicher gehen und möchte hier nicht irgendwie ungünstig in einen Krieg oder ähnliches gerufen werden. So, rekrutieren wir wieder alle Leute mit dazu. Das Problem ist natürlich, dass wir jedes Mal, wenn wir jemanden rekrutieren, Anspannung erhalten, weil er schüchtern ist, oder? War das das Problem? Ja, schüchtern, ja. Das heißt, immer wenn wir irgendwas machen, wo wir mit Leuten interagieren oder wo wir Leute rekrutieren etc., erhält der Typ Anspannung. Ihr haltet 150 Prestige und 100 Frömmigkeit. Jetzt überlegen, ob wir vielleicht doch noch kurz den Krieg erklären sollen hier gegen ihn. Herzogtum erobern, und zwar das Herzog... Dass das wieder unterschiedliche Herzogtümer sein müssen, ne? Machen wir das Herzogtum von Samatoria. Und rufen wir jetzt einfach mal unsere ganzen Verbündeten mit in den Krieg. Oder den einen, den ich habe. Warum habe ich denn so wenig Verbündete schon wieder? Mit Sealand, hervorragend. 2800 Mann. Die rufen wir doch auch nochmal mit in den Krieg rein. Perfekt. Die Hochzeit wurde auch gemacht. Dann rufe ich den eigentlich auch noch mit in den Krieg gleich. Was, er lehnt ab? Weil er so eine schlechte Meinung von uns hat. Und jetzt? Ah, geht doch. Muss man wissen, wie man das Geld richtig ausgibt, ne? So, holen uns hier direkt die Hauptstadt. Mit unseren Verbündeten mit dazu haben wir...
Was für 7000 Mann, bitte? Garoki hat sich angeschlossen. Das ist jetzt aber nicht so nice. Habe ich noch Kinder, die ich verheiraten könnte? Eventuell, ich brauche noch ein paar Bündnispartner. Ah, die sind mir leider zu viel Kriegen drin aktuell. Sonst noch irgendjemand, der sich hier anbieten würde? Galinden. Machen wir das mal. Machen noch ein Bündnis mit dazu. Und warum kann ich die nicht in den Krieg rufen, Interesse halber? So, das ist wieder Streik hier, das ist wieder Streikerei, weil ich hier die nicht in den Krieg rufen kann aus Gründen. Aus den unerklärlichen Gründen. Na gut, erobern hier die Hauptstadt. Mit 5000 Mann. Das ist halt schlecht, weil das uns leider Verschleiß kostet. Sind die gegen mehrere im Krieg außer uns, oder? Okay, die haben so viele Kriege. Die greifen an und verlieren, die verteidigen. Okay, gut, die haben 4 Kriege aktuell, das könnte uns ein bisschen Zeit bringen. Ja, da müssen wir gucken, wie es weitergeht mit meinem alten Sack, der bald sterben wird. Gucken, ob wir den Krieg hier gewinnen und uns das Herzogtum von Samogitia, das Oberhäuptlingstum, aneignen können. Ansonsten bedanke ich mich bei euch allen wieder fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet möglichst viel Spaß bei der Folge. Und bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss.